Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Du befindest dich jetzt im Augenblick in der Playlist Kunst gegen Sucht. Und Kunst gegen Sucht steht für eine gesunde Enthaltsamkeit. Kunst gegen Sucht steht für eine Abstinenz, ja, die Spaß bereitet. Und bevor wir jetzt mit dem heutigen Thema loslegen, nämlich neue Wege gehen, malen in Aquarell, wollte ich ganz gern noch was Persönliches loswerden. Also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Likes. Ich habe ja das Thema oder das neue Projekt gepostet in meinen ganz normal, also in meinen sozialen Medien. Und ich war echt total baff. Also ich habe mir wirklich überhaupt nichts dabei gedacht. Naja, über diese vielen Likes, über die Resonanzen. Ich war wirklich ohne Schmarrn, ich war baff, weil im Endeffekt mache ich ja seit 20 Jahren nichts anderes. Ne? Das heißt, diese ganzen kreativen Methoden, die ich vorstelle, die ich ja auch mit meinen Klienten herausarbeite. Ne? Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe damit echt nicht gerechnet. Diese ganzen Methoden habe ich ja zuerst bei mir selbst angewendet und sie funktionieren, ja, ganz klar. Und heute gebe ich sie eben weiter in meinen Coachings und in meinen Seminaren und natürlich auch ein Stück weit hier auf meinem YouTube-Blog. Ja, und jetzt würde ich, also wie gesagt, nochmals echt vielen, vielen lieben Dank für die vielen Likes, echt. Ja, und ich würde sagen, bevor ich jetzt da weiter sapple, lege ich los. Heutiges Thema ist neue Wege gehen und es ist echt spannend. Auch da wusste ich nicht, wie sich das ganze Bild entwickelt. Viel Spaß. Ja, hier dieses Bild, also ich habe jetzt nicht einfach den Anfang abgeschnitten, nein. Das heutige Thema ist ja neue Wege finden, suchen und ich habe jetzt hier in diesem Video alte Zeichnungen, die irgendwo rumlagen, mal genommen und daran weitergezeichnet. Und das ist eben die heutige Übung. Nimm einfach mal eine alte Zeichnung von dir. Manchmal schmeißt man die auch weg oder bei Keilrahmen ist es so, dass wir die einfach weiß überpinseln. Nein, die heutige Übung ist tatsächlich ein altes Bild oder eine alte Zeichnung. Nimm sie dir und versuche jetzt in dieser Zeichnung weiterzuarbeiten. Ja? Neue Wege, altes Loslassen. Ich habe jetzt hier bei dieser Zeichnung, oder es sind ja zwei Zeichnungen, sind ganz unterschiedlich und ich habe ja da auch komplett neue Farben benutzt, ja. Und wenn man genau hinsieht, ich habe da auch teilweise, musste ich suchen, überlegen, wie geht es jetzt weiter. Und genau das ist ja das Thema, wenn ich Süchte loslassen. Also es muss ja jetzt nicht um harte Drogen gehen. Nein, es geht ja auch um die kleinen Süchte, um Medienabhängigkeit oder der Konsum von Medien, von Handy und. Und wenn du dich tatsächlich jetzt mal dafür entscheidest, Mensch, ich möchte es loslassen, es bekommt mir nicht, es tut mir gut, nicht gut, ne? Dann ist der Weg oder der zukünftige Weg liegt immer im Ungewissen. Ja, es ist einfach so. Und so war es ja auch bei mir, als ich vor über 20 Jahren mit Alkohol, Drogen und Medikamenten aufgehört habe. Der Weg, der vor mir lag, gut, bei mir war es jetzt vielleicht ein bisschen heftiger, aber die Erfahrungen, kann man auch auf kleinere Dinge übertragen. Aber der Weg, ich kannte ihn nicht. Es war ein gänzlichst neuer Weg. Ich wusste überhaupt nicht, wohin er mich führt.
dass er dann so fantastisch wurde, das wusste ich ja damals nicht. Ne? Und man lernt immer und immer wieder, man probiert aus. Und das ist die tolle Metapher jetzt von diesem Bild oder von, wenn du alte Zeichnungen oder ehemalige Zeichnungen an denen weiterarbeitest, ja, ist ja nichts anderes. Es sind neue Wege, du probierst aus, machst Fehler, was total super ist. Fehler sind klasse, dadurch lernen wir ja. Und gehst weiter. Ja, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr oder wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und Kunst gegen Sucht steht ja auch für eine gesunde Enthaltsamkeit unter anderem, ja. Und auch das musste ich ja lernen in diesen 20 Jahren, ne? Eine gesunde Enthaltsamkeit, weil wenn du jetzt wirklich, weil süchtige, oder ich bin ja eine süchtige Persönlichkeit, das heißt, ich kann so gesehen von allem süchtig werden. Aber es geht jetzt auf meinem Kanal oder auf meinem Blog jetzt nicht um die harten Drogen, da gibt es genügend andere Blog- und YouTube-Videos, die wirklich auch sehr gut sind, sondern ich möchte eher den Fokus legen auf diese gesunde Enthaltsamkeit und eben auch eben das heilsame Malen oder Malen auch als Therapie. Und genau das passiert ja in den Videos oder das mache ich ja auch mit Klienten, Mandanten, dass wir über die Malerei, übers heilsame Malen einen Zugang zu uns selbst finden, ja, uns spüren, wieder spüren. Und dieses Spüren ist ja total wichtig für den Weg ohne schädlichen Konsum. Weil wenn ich mich spüre, dann weiß ich, okay, das tut mir nicht gut, ich muss jetzt hier mal raus aus der Situation. Genau das ist ja der Punkt, das Thema. Und das lässt sich ganz, ganz toll mit Farben, Formen üben. Ja, und auf der Leinwand oder auf dem Papier, dir kann doch nichts passieren. Aber du kannst es gut, sehr gut in deinen Alltag transportieren. Ja, und hier eben, bei diesen zwei älteren Zeichnungen, also ich wusste tatsächlich nicht, wohin die Reise geht. Auch da habe ich immer wieder ausprobieren müssen. Dann habe ich sie mal kurz weggelegt, ne, und habe am nächsten Tag weitergezeichnet. Und im Endeffekt war ich echt total erstaunt, was da rumkommt. Wie im Leben ja auch. Im Leben ist es ja nicht anders. Ne? Du lässt etwas los. Du entscheidest für dich jetzt, dieser Konsum, dieser Überkonsum, den lasse ich jetzt mal. Wie zum Beispiel zu viele Medien, ja. Und dann ist es ja auch so, dass ganz neue Dinge dann in dein Leben treten. Ja, du weißt nicht, wo der Weg hingeht. Aber wenn du wirklich konsequent und diszipliniert da weitergehst, passieren ganz, ganz tolle Sachen im Leben. Das verspreche ich dir. Weil ich habe es nicht nur bei mir so erlebt, sondern auch bei vielen anderen, die tatsächlich sich für neue Wege entschieden haben. Bin gespannt, wie es dir damit geht. Ja, wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Workshops und über meine Seminare. Ich wünsche dir, ach ja, bevor ich es vergesse, alle meine Angebote sind mittlerweile auch online buchbar. Ja, und jetzt wünsche ich dir wirklich viel, viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung. Schreib mir gerne in den Kommentar, wie es dir damit ergangen ist. Und ja, alles Liebe, alles Gute, bis nächste Woche und tschüss.